muss ihm jetzt das Internet wegnehmen. Also, guten Morgen. Ich habe gerade Internet. Internet in der Schweiz? Du solltest jetzt mal auf Internet verzichten, mein Lüster. Ja, Social Media Detox einmal, also Thomas gibt mir dreimal am Tag Hotspot. Dreimal? 10 Minuten. Einmal 10 Minuten. Vorsicht, Kinder, beim Social. Ich kann dir das zeigen, jetzt gibt es da nur noch vom Lucky. Repost jetzt noch die Story. Ja, dann ist aber wirklich gut. Und sobald die oben ist, dann steckt man das Handy wieder ein und haben Spaß mit den Jungs. So schaut's aus. Dann sagen wir Ali, sag mal ein paar schöne Worte. Sie haben auch mal sehr kreative Worte. Schöne Worte, kreative Worte sind alles Worte. Mit Worten habe ich es nicht so. Ich gehe jetzt kacken. Aufs öffentliche Klo da hinten, wo ganz ja, angenehm wird. Also es ist nicht dort hinten, es ist nicht dort hinten, es ist überall hinten. Nee, also, grüß euch, guten Morgen. Wir haben hier Roadtrip, ich weiß nicht, was der Hannes schon alles erzählt hat. Nicht viel. Soll ich mal hier so einfach raushauen alles? Sag einfach was. Die Daten. Gut, ja, hau mal die Daten raus. Wir sind 18 Leute, wir sind eine internationale Gruppe aus ganz Europa. Wir haben die Deutschen dabei, die Österreicher, wir haben Schweizer, glaube ich, keine dabei. Aber dafür sind die Franzosen mit dabei, da kommen. Und Enzo haben sich den langen Weg auch auf sich genommen. Der gute Thomas Wunderlich, bekannt unter St. Dicted auf Social Media. Hat hier eine wirklich große Tour ins Leben gerufen, von der Freestyle High Diving Competition in Area 47 ausgehend, startend. Und wir haben jetzt 8 Tage, 9 Tage nur Spots jeden Tag senden. Wir beginnen heute früh gleich mit einer 15 Meter Waterslide, danach geht es zu einer 26 Meter Klippe, dann haben wir eine 13 Meter Klippe, Brücke. Es wird viel Hohes gesprungen und wir haben echt einer der besten Springer, also viele der besten Springer aus ganz Europa dabei. Also schaut euch das an, sonst verpasst ihr wirklich was. Also da hat er Daten rausgekostet. Wahnsinn. Hallo. 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 Hey, Meister, was gibt's hier Gutes? Jetzt gibt's Honig und eine Banane, weil wir jetzt wird trainiert. Da hinten sind ein paar schöne Klimmzugstangen. Tut da Reinhard und ich jetzt mal wieder ein bisschen den leeren Rücken. Ein bisschen aufpumpen mit einer Banane und Honig. Schauen wir mal, was geht. Die anderen gehen dabei einkaufen für uns. So lässt sich leben. Und danach wird ein bisschen geschwungen. Super. Jetzt der Honig final. Oh. Das ist nicht gut. Okay. Oh. Oh shit. Und Runde 2. Für den Pump des Jahrtausends. Dann müssen wir dann anfangen, sonst wären wir nicht fertig. Ist das auch Jetzt komm. So ja, ich bin nicht so stark wie Hannes. Du brauchst ja Geduld bei dem Ganzen. Jetzt muss halt den Übergang finden. Sobald der Faden reißt. Rein für die Luke. Nein. Nein? Ist nicht gut? Nee. Was ist mit ihm? Bist Deppert, Alter. Ja, ich mag beide Komponenten eigentlich, aber das war dieses Mal ein bisschen, das ist schon sehr nah, oder? Hier wird jetzt trainiert, hier haben wir 3 schöne Klimmzugstangen und Ringe und Bänder. Jetzt geht's ab. Hallo. Ja, das soll reichen an Magnesia. Ja, geil, wenn mein Gesicht jetzt auch weiß, wäre wie. Ja, gerade so, also da geht einiges. Also jetzt hauen wir einen raus, oder? Ach so, gleich. Ja, es reicht mir, alles gut. Wir wissen, jetzt hast du ein, zwei Muscle-Ups kannst. Ich glaube, mit Band geht auch nichts. Ey, die Kamera wird jetzt ein bisschen weiß, leider. Mit Adiletten oder ohne Adiletten? Mit Adiletten. Ah, die sind auch schwer wahrscheinlich, was? Aber gibt mehr Zugkraft. Ja, stimmt, mehr Schwung. Woran hat's gelegen? Ja, ich bin zu schwach. Würde nicht fehlen, glaube ich. Ja, ich glaube, dass da nur die Technik ein bisschen fehlt. Kann auch sein. Machen wir nur Klimmzüge. Ja, für den Hannes, da haben wir natürlich noch andere Bändchen dabei. Also wir können es mit Lila mal probieren. Ja, das wäre doch gut. Ich glaube, dass Lila schon reicht, ehrlich gesagt. Okay, dann. Aber das ist halt wirklich schon ein bisschen. Dann probieren wir Lila und wenn es dann nicht klappt, dann steigen wir auf Grün wenn alle Stricke reißen, kompletten Anfänger. Hier ist Simi auch fett am Pumpen, Klimmzüge. Reißt er da hoch. Beißen und reißen. Ein paar Tipps, Reinhard. Hannes noch empfehlen, also er muss auf jeden Fall ein bisschen mehr rausstrecken vorne. Also ihr merkt hier, die Schultern gehen auf und dann mit Schwung hinten hoch. Ja. Ganz wichtig. Aber ziehst du
zur Stange die Brust oder gehst du so einen Bogen hinten hoch? So einen C-Bogen sozusagen, sondern wir versuchen so hinten raus. Aha, wie so ein Überzug mäßig so ein bisschen. Genau, so Richtung Überzug. Aha. Was mir auch gesagt wurde, Ellenbogen drin lassen, wichtig, nicht, dass die so rauskommen. Okay. Wie gesagt, bei dir fehlt halt wirklich nicht viel. Ich würde einfach ein bisschen mehr explosiver den Schwung mitnehmen und dann, sobald du drüber bist, geht's. Ist ja nur noch der Dip. Okay. Der macht dir gar nichts. Ja, komm. Oh, let's go, Leute. Hey, 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 aber den hattest du eigentlich, komm. Magnesia. Er war deutlich besser, aber ein bisschen mehr Magnesia, wie ihr seht, hier ist nicht mehr viel, da ist nicht mehr viel. So muss es aussehen. So muss es aussehen. Ah, kurz also. Pause, gleich nochmal, den machen wir gleich nochmal. So nehme ich. Oh shit. Junge. Jetzt hier eine Kletter-Action. So, die spannenden Repeaters, geil. Geil fürs Video, einfach hängen. Abhängen. Ja. Versuch 3. Alle guten Dinge. Wie war das? Alle guten Dinge sind 3, deswegen jetzt Versuch 3, der muss jetzt gehen. Mit viel Magnesia. Die Hände sind weiß, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Jupp. Schön. Ja. Komm, komm, komm. Hannes! Ja, da fehlt die Explosivität ein bisschen. Muss wohl doch das grüne Band her. Da muss das grüne Band her, dass du die Technik ein bisschen hast. Es fehlt, glaube ich, nur an der Explosivität ein bisschen. Also. Ja, die trainiere ich halt auch nicht. Ich mache halt immer schön. Ja. Und da fehlt es dann. Alle guten Dinge sind 4. Jetzt muss es wirklich gehen mit dem Band. Wenn es jetzt nicht geht, dann wäre ich sehr enttäuscht von mir. Na, ich glaube an dich, wir glauben an dich, du schaffst es. Jetzt komm auf Raps, noch einer. Ui. Junge, Hannes am Muscle-Ups machen. Was ist das für ein Schmalspurathlet? Du Assi. Boah, du Sch. Yes. Was macht dieses Band? Macht es leichter? Ah, direkt gesperrt. Das ist eigentlich auch eine gute Übung, gell? So für Front Levels wird immer diese. Ice Cream Makers. Okay. Tschüss. Ja, mein Lieber. Aber jetzt muss das auch funktionieren mit diesem Shot, das Ding an hier. Das war schon schwach. Ja, das war gut, das war gut. Und das ist halt wichtig für die Technik. Ja, voll. So ein Band ist super zum Üben. So ein Band ist geil. Gut. Jetzt geht's weiter mit ein paar Klimmzügen, denke ich. So nämlich. Jetzt dann mit schusssicheren Wäsche. Genau, kein Gewicht, nur schusssicher. Komplett am ja, gucken wir mal, also es sind 10 Kilo, ist schon sehr, sehr schwer eigentlich. Muscle-Ups. Ich versuch's mal, ja. Ach so, Muscle-Ups mit Gewicht. Muss aber auch dazu sagen, ich habe noch nie einen mit einer Weste gemacht. Normal ich immer den Gurt mit Gewicht dran, da geht's halbwegs, aber mit Weste. Mal schauen, ob mich das einschränkt oder eher gut ist. Einfach beißen. Dass du nicht hängen bleibst mit der Brust. Mhm. Oh. Nee. Fuck. Aber fast. Das könnte echt ein Problem sein mit dem Teil hier. Come on. Nee. Fast. Doch nur schon sicher. Doch nur schon. Ah, pass auf nicht, dass du jetzt bis zum Mond fliegst. Das wäre schon gar nicht so gut. Wenn ich jetzt noch ein bisschen nach rechts gehe, dann sieht man das Band gar nicht. Ja, das war gut. Und danach ist es richtig schwer. Ja, jetzt machen wir Klimmzüge, oder? Ja, das reicht bitte, mit Muscle-Ups. Bitte. Also jetzt nochmal nach den paar Muscle-Ups hier, wenn man es Muscle-Ups nennen kann. Einfach nur ein paar schöne Klimmzüge. Schön auf Gefühl in den Lattrücken. Richtig einziehen. So machen wir das.
schöne saubere Wiederholungen hier. Ein Träumchen. Sensationell. Ja, man merkt schon, dass wir da gerade eben was gemacht haben davor. Da brauchen wir die Facial Expressions. Kann ich nicht mehr. Du hast zu spät gefilmt. Es waren doch erst drei. Komm. Oh. Ja, ich habe keine red Worte. Red mit mir, komm. Ich habe keine Worte mehr. Komm jetzt, zieh noch. Die letzten werden noch gefilmt, wie bei mir auch. Weißen Reinhard. 22. 23. Oh, 33. Komm, die sind's. Einen sehe ich dann noch. Komm jetzt. Kann nicht beißen. Da fällt mir die Prothese raus, ey. Muscle up, nur umgedreht. Im Untergriff. Easy. Wow. Nicht schlecht. Was sehen wir jetzt? Jetzt haben wir hier die Outdoor-Überzüge auf Front-Lever-Übung. Sehr gut. Mit Band natürlich, weil ohne keine Chance. Keine Chance. Wie nennst du sie? Ice Cream Maker? Also, das habe ich mal so gehört. Ob es stimmt. Ice Cream Maker. Machen wir ein bisschen Ice Cream hier. Die Banane und den Honig in Eiscreme umwandeln. Geht schon Richtung Überzüge, gell? Von der Bewegung. Ja, voll, voll. Sensationell. Jetzt noch mal ein paar Klimmzüge für den Bizeps. In den Bizeps rein. Sein müssen und wo die reinfallen. Ja, komm, Hannes, komm. Uiuiui, die hauen schon auch rein. Der ist schon lange nicht mehr gemacht. Deswegen gehen auch ganz schön wenige nur. Ja, es war doch ordentlich. Ja, ich finde, es ist auch besser, wenn man enger greift. Das war, glaube ich, fast zu breit. Bisschen enger. Nächste dann enger. Puh. So, zieh hoch. Sehr schön. Schön. Jetzt beißt da jemand. So wollen wir das sehen. Anstrengend. Ob es halt sein muss. Weiß ich nicht. Die beste Nummer ableiten. Schön, klar. Komm. Jawohl.
Sollen wir die Ringe nochmal auspacken? Wenn du magst. Mit Ringen kann man auch noch ein paar leichtere Sachen machen. Als, als Filmer Simi, der haut mir mal raus. Ob es halt sein muss. Weiß ich nicht. Wofür?